Hallo, willkommen zu einem kleinen Remake eines Videos, was ich mal gedreht hatte. Da ging es mir um Pflege oder Fürsorge für Messer und Scheiben, also Leder, Holz, Metall. Gerade hier bei solchen Messern, die aus Kohlenstoffstahl hergestellt sind. Es ist immer ratsam, sich um seine Messer zu kümmern, die Scheiben, damit die so lang wie möglich halten, am besten lebenslänglich. In einem anderen Video hatte ich mal gezeigt, wie man Lard produziert, also Schweineschmalz. Dazu hatte ich dann einen Kommentar, damit man das sehen kann. Das ist also nichts anderes als purer Rückenspeck ausgelassen und dann wieder erkaltet hier in diese Dose. Da war mal sowas, Coca-Cola, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ist nicht schlecht, schmeckt ganz gut, ein bisschen wie Zartbitter. Das benutze ich, um die Klingen vom Rosten zu schützen und das Leder vor Witterungseinflüssen zu schützen. Und dann gehe ich wie folgt vor. Ich nehme mal ein bisschen was auf den Finger. Ah ja, in einem Kommentar neulich hat jemand gesagt, man würde mit der Zeit, also das würde ranzig werden und man würde es riechen. Also ich mache das jetzt schon etliche Jahre mit Schweineschmalz, den ich selbst hergestellt habe. Wie gesagt, ich stelle den selbst her. Also ich kaufe mir den nicht aus dem Laden. So, also weiß ich also, dass der 100% pur und rein ist und da keine anderen Sachen drin sind, die da nicht reingehören. Und da ich das schon etliche Jahre mache, muss ich dazu sagen, ich weiß, dass es nicht anfängt zu riechen. Das zieht ja auch mit der Zeit ein. Das schon mal erlebt bei unbehandeltem Holz. Ich denke mal, das kennen einige, das wird schon viel erlebt haben. In so einer Dose ewig. Ne? Wenn man das nicht braucht, dann stellt man das einfach in den Kühlschrank. So, bin aber noch nicht ganz fertig damit. Dann nehme ich mein selbst hergestelltes Fixing Wax. Da ist unter anderem auch Vitamin E mit drin. Das ist 100%iger Bienenwachs, also der lässt sich übrigens auch essen. So, dann nehme ich das hier, mache das hier drauf. Und bin mir sicher, dass schon der eine oder andere sagt, wieso macht der Wachs auf das Holz?
Dadurch wird das doch, ja, glitschig oder schlüpfrig oder was auch immer. Auch nicht ganz richtig. Wie gesagt, das mache ich ja nicht heute das erste Mal oder nur fürs Video. Das mache ich schon seit vielen Jahren so. Das schon, ja, mit Biegenwachs meine Holzgriffe in den 80ern, frühen 80ern, so behandelt. Das ist jetzt nur am Anfang, wenn man das jetzt einarbeitet durch die Körperwärme, wird es ja wieder ein bisschen flüssiger, ein bisschen einarbeitet. Sobald es dann wieder erstarrt ist, gibt das richtig guten Grip. Also ich habe da noch nie schlechte Erfahrungen mitgemacht. Und sei es beim Arbeiten, beim Herstellen oder in der Pflege, nachhaltig gesehen, muss ich sagen, haben sich meine Tools dadurch sehr gut gehalten. Auch egal bei welcher Witterung. Und ich bin da sehr zufrieden mit. Ich behalte das auch bei. Ich halte da nicht so viel von seinen Messer und Tools mit WD-40 oder Ballistol zu behandeln. Wenn ich das auf ganz natürlichem Wege selbst machen kann, dann ist mir das lieber, weil ich genau weiß, was hier drin ist oder hier drin. Ja. So, das war's zum Thema Pflege. Und danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video.